Bildungssystem der Schweiz bietet viele Wege an, wie ein Berufsabschluss erlangt werden kann. In vielen Berufsfeldern ist ein einschlägiger Berufsabschluss eine zentrale Voraussetzung für Weiterbildungen oder für einen angemessenen Lohn. Annick arbeitet seit einigen Jahren in einer Kindertagesstätte einer größeren Gemeinde. Obwohl sie fast die gleiche Arbeit wie eine ausgebildete Fachfrau Betreuung macht, verdient sie als ungelernte Umsteigerin deutlich weniger. Das will sie ändern. In allen größeren Städten gibt es Berufsinformationszentren, kurz BITS genannt. Vielen ist unbekannt, dass sich diese Zentren nicht nur an Jugendliche bei der Berufswahl richten. Sie stehen auch Erwachsenen offen, welche sich neu orientieren wollen. Die reguläre berufliche Grundbildung wird von Erwachsenen nur selten gewählt. Für Schulabgänger ist dies aber die häufigste Art, einen Berufsabschluss zu erlangen. Oft absolvieren eher jüngere Personen, die bereits über einen Berufsabschluss verfügen, eine verkürzte Berufsausbildung. Von vielen Erwachsenen wird dieser Weg gewählt. Zugelassen werden dazu Personen, welche über mindestens 5 Jahre Berufserfahrung verfügen. Annick hat schon von dieser Variante gehört und möchte nun im BITS erfahren, wie dieser Weg funktioniert und ob dies eine Variante für sie wäre. Das Validierungsverfahren läuft in 5 Phasen ab. Phase 1, Beratung und Information. Dort erhalten die Teilnehmenden alle Informationen, die sie benötigen, um entscheiden zu können, das Validierungsverfahren zu absolvieren. Wenn Sie einsteigen in der Phase 2 der Bilanzierung, erstellen Sie Ihr Dossier. Das heißt, Sie stellen einen Zulassungsantrag, in dem die Berufserfahrung überprüft wird und belegen in einem Dossier die Kompetenzen im angestrebten Beruf. Wenn das Dossier zusammengestellt ist, wird es eingereicht und Sie sind in der Phase 3 der Beurteilung. Dort wird das Dossier von Prüfungsexperten beurteilt. Sie lesen es, beurteilen es und laden den Teilnehmenden zu einem Beurteilungsgespräch ein, in dem sie mit ihm über sein Dossier sprechen. Es geht in diesem Gespräch auch darum zu spüren, ist das Dossier wirklich von diesem Teilnehmenden erstellt worden. Wenn das Dossier fertig beurteilt ist, geht es an die Prüfungskommission. Die Prüfungskommission schaut jetzt, ob von den Bestehensregeln her das Erforderliche da ist, was da sein muss, und stellt dann einen Lernleistungsausweis aus, den der Teilnehmende erhält. Mit diesem Lernleistungsausweis weiß er, welche Kompetenzen er erfüllt hat und was noch fehlt. Kompetenzen, die fehlen, die nicht erfüllt sind, kann er jetzt in der Schule, in der sogenannten ergänzenden Bildung, nachholen. Das heißt, er kann die einzelnen Handlungskompetenzen an der Schule belegen, besucht den Unterricht und schließt dort mit einer kleinen Prüfung ab. Wenn er alle Handlungskompetenzen erfüllt hat, kann er sein Dossier erneut einreichen und erhält dann den Lernleistungsausweis, auf dem alle Kompetenzen als erfüllt gekennzeichnet sind, und er wird das EFZ bekommen. Ich habe 2 Informationsnachmittage besucht, im BITS in Oerlikon. Und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass es der richtige Weg ist für mich. Und habe mich dann auf dem Internet-Tool angemeldet und habe dann können bereits anfangen zu schreiben auf dem Portal. Ich hatte zwischendrin dann Coachings bei der Frau Wöhler und habe da recht viel Unterstützung bekommen und Feedback. Das hat sehr geholfen. In diesem Modul beschreibt man eigentlich Situationen, die einem im Alltag passieren, wo man sich dann vertieft damit auseinandersetzt, warum reagiert man so oder wie könnte man die Situation auch noch lösen. Es sind eigentlich sehr alltagsbezogene Fragen, die man da beantworten kann. Dadurch, dass ich so stark mich mit diesen Fragen auseinandergesetzt habe, bin ich extrem viel mehr sensibilisiert im Berufsalltag. Was mache ich eigentlich und wie mache ich es? Ich habe mein Dossier eingereicht im September. Ich hatte das Fachgespräch Anfang Dezember und erwarte in den nächsten Tagen einen Bescheid. Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich ist im ersten Schritt zuständig für die Überprüfung der Zulassungskriterien für das Validierungsverfahren. Im zweiten Schritt wird das Dossier beurteilt und bewertet von Expertinnen und Experten. Und beim erfolgreichen Abschluss wird von unserer Seite her das Fähigkeitszeugnis ausgestellt. Der Abschluss eines Validierungsverfahrens führt zu einem absolut gleichwertigen Fähigkeitszeugnis oder einem Berufsattest.
Das Validierungsverfahren eignet sich für Personen, die schon viel Erfahrung und Wissen mitbringen in dem Beruf, wo sie den Abschluss machen wollen. Es ist ein flexibler Weg, wo sie selbstständig ihr Wissen und ihre Kenntnisse dokumentieren und festhalten können und so einen Berufsabschluss erlangen, der ihnen ganz neue Wege im Berufsleben ermöglicht. Ich kann es sehr empfehlen. Für mich war es wie zugeschnitten gewesen. Für mein ganzes Privatleben, um alles familiär, alles können unter einen Hut bringen als Mutter. Können mir die Zeit einteilen, wann ich schreibe, wie lange ich überhaupt an diesem Verfahren wird sein. Also es ist sehr ein selbstbestimmtes Verfahren, was mir sehr entsprochen hat.